Hey, liebe Leute, weiter geht es mit einer wundervollen Folge von Pokémon Strahlender Diamant. Für mich ist es jetzt auch schon wieder fast eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen, wir wollen heute jetzt den Arena-Leiter von, wie hieß die Stadt jetzt gerade nochmal, von Erzlingen aufsuchen. Bevor wir das aber machen... Beziehungsweise wir müssen, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir nämlich erstmal noch den Arena-Leiter finden. Ich habe dir doch schon gesagt, der Arena-Leiter ist nicht hier. Wenn du eine Herausforderung willst, gehst du am besten zur Mine und sagst ihm es persönlich. Aber mein lieber Scholli, du, ein Arena-Leiter, ist schon aus einem Holz geschnitzt, als ein gewöhnlicher Trainer. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin echt fix und fertig. Okay, passt auf. Wo ist die Mine? Erzling. Bergbau. Es hat ein Bergbaumuseum. Okay, wir laufen einfach immer weiter. Ich schätze mal, das sieht hier richtig aus nach Mine, oder? Erzählen Mine, Vorsicht, Pokémon, weil. Jawohl, hier ist mir doch. Oh, da war ein Macholo schon mal. Ein Macholo hätte ich wirklich gerne. Hier kann ich nicht lang, hier kann ich nicht lang. Wann kann ich hier durch? Jetzt kann ich durch. Pokéball noch schnappen. X-Verteidigung, sehr schön. Du schaffst die X-Verteidigung in deine Kampftasche. Du möchtest doch sicherlich kämpfen. Unser erster Encounter. Nice, Kleinstein. Super, super cool. Ich bin ein großer Freund von Kleinstein. Ist der erste Arena-Leiter wird wahrscheinlich Stein sein, oder? Was ist sehr effektiv gegen Stein? Wasser. Ich glaube, Wasser ist sehr effektiv gegen Stein, oder? Ich hab halt einfach einen Abra. Da wundert man sich, spielt eine Woche lang kein Pokémon mehr und plötzlich, oh mein Gott, ich habe ja einen Abra. Das ist halt schon nice. Okay, Tackle setzt ein. Ich muss einfach mal gucken, was wirklich effektiv ist gegen Kleinstein und sowas. Panzerwerk. Und ich will es natürlich auch fangen. Das ist ja eigentlich auch eine Sache. Okay, Pflanze ist sehr effektiv gegen Stein. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Das nächste Kleinstein werde ich dann dementsprechend fangen. Ja, ich glaube, wenn wir halt Real Snake noch weiter leveln und boosten, dann wird das halt insane werden. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch einen Wasser... Ah, warte mal, ich wollte... Okay, nevermind. Nochmal ein Kleinstein? Nochmal ein Kleinstein. Gut, das werden wir jetzt fangen. Das ist jetzt Level 7. Oder 8. Komm schon, Level 8. Level 7. Ja, wenigstens Level 7. Okay, es ist alles nicht sehr effektiv. Wir setzen trotzdem Flügelschlag an. Ich werde es jetzt einfach ein bisschen mit meinen Flügeln bearbeiten. Und dann werfen wir einfach einen richtig Steinpolitur. Ist das der Härtner? Von Kleinstein? Initiative. Okay, Initiative ist ziemlich nice. Huch, holla. Erstmal hier den halben Schreibtisch abbauen. Auch immer noch nicht sehr effektiv. Das ist der Verteidigungs-Upgrade von Kleinstein. Noch einen Ruckzuck-Hieb. Damit sind wir immer noch schneller. Ja, ich werfe jetzt einfach einen Ball. Ich glaube nicht, dass wir... Es dauert sonst noch ewig, bis wir hier Kleinstein besiegt haben. Pokéball los. Ab geht's. Okay, und ich setze mich mal noch ein kleines Stückchen nach oben. Dass ich hoffentlich auf der Pokémon-Ding bin. Ja, nicht ganz. So, perfekt. So. Gleich mal noch ein Level abgekriegt und wir haben Kleinstein in unserem Team. Viele von ihnen leben auf Bergpfaden, wo sie halb vergraben in der Erde verweilen und Bergsteiger beobachten. Das ist schon ein bisschen creepy, muss man sagen. Kleinstein kriegt von mir erstmal auch keinen Namen. Aber falls ihr euch bei einem Kleinstein seht, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Der erste, der sich hier dann dementsprechend meldet... bekommt dann auch das Pokémon nach sich benannt. Gut, okay. Wir haben schon gegen den Zubat gekämpft. Interessant. Ich glaube tatsächlich in der Höhle war das, aber wir haben noch keins gefangen. Das heißt also... Oh nein, super schade. Bitte sei nicht verwirrt. Ja, natürlich ist es verwirrt. Natürlich ist es verwirrt. Wie könnte es auch anders sein? Aber wir werfen jetzt eh nur noch mit Bälle um uns. Also von dem her kann das uns prinzipiell egal sein.
An dieser Stelle, während ich hier das Pokémon fange, möchte ich einen kleinen Einschub machen, denn, liebe Mäude, es gibt hier ein paar unglaublich tolle Menschen unter euch, tolle Murlocs unter euch, die mich hier unterstützen, indem sie eine Mitgliedschaft hier auf YouTube haben oder alternativ ein Sub auf Twitch. Ich streame ja momentan wieder sehr aktiv, das heißt also, Dienstag kommt ja ein Stream und dann Freitag kommt ja ein Stream, wie auch der klassische Sonntagstream. Das heißt also, falls ihr mich auch alternativ unterstützen wollt, könnt ihr das gerne euch überlegen, ob ihr so eine Mitgliedschaft auf YouTube oder einen Sub auf Twitch da lasst oder einfach ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Das supportet mich ohne irgendwas, was ihr machen müsst, außer ein paar Mausklicks. Deswegen überlegt es euch doch einfach mal. Wie heißt es so schön? Das ist so ein Uraltspruch, den früher die Leute immer gebracht haben. Support ist kein Mord. Aber kommen wir mal zu Zubat. Zubat hat zwar keine Augen, kann jedoch mit Hilfe von Ultraschallwellen, die aus seinem Mund ausgesendet werden, Hindernisse erspüren. Gut, nee, möchte Zubat keinen Spitznamen geben. Jetzt kann ich endlich hier hoch. Da waren Pokémon, die wie Steine ausgesehen haben, bin ich vielleicht erschrocken. Okay, was sagst du? Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon dabei. Es könnte gut sein, dass du Kampf herausfordern willst. Also Obacht, okay, gut. Ja, dafür bin ich nochmal zu euch hochgegangen, nur um das zu erfahren. Oh, ein Onix. Ich bin ein sehr großer Onix-Fan. Flügelschlag. Ich möchte einen Onix haben, Leute. Gibt es den strahlenden Diamant schon Stalos? Oh, Leute, ich möchte einen Stalos in meinem Team haben. Steinwurf. Ich möchte einen Stalos in meinem Team haben. Bidiza. Ich muss ja an der Stelle ganz kurz einwerfen. Ich wurde ja jetzt schon auch von ein paar Leuten angeschrieben, die ganz spezielle Pokémon als ihre Pokémon haben wollen. Prinzipiell möchte ich natürlich jedem seinen Wunsch erfüllen, aber ich kann das halt auch nur entsprechend der... töte ihn nicht? Nichts. Es macht aber keinen Schaden. Aber ich kann euch natürlich nicht hier irgendwie versprechen, dass ihr zu 100% dieses... Oh shit. Dieses Pokémon bekommen werde. Vor allen Dingen nicht, wenn solche Sonderwünsche von manchen Leuten kommen, die sagen, hey, ich möchte das super coole legendäre Pokémon namens haben. Will dir jetzt niemanden angucken. Hör auf, Walzer einzusetzen, komm schon. Aber ich werde natürlich, wie gesagt, alles Mögliche machen. Wenn zwei Stück halt dann reinschreiben, dann wird halt der erste dementsprechend. Also, wie oft setzt der jetzt Walzer bitte ein? Ist Walzer nicht eine Attacke, die irgendwie... Das war's? Nein, es setzt immer noch Walzer ein. Bidiza muss sterben, bevor er aufhört, Walzer einzusetzen, oder? Oh mein Gott! Wie lange hat das jetzt einfach Walzer eingesetzt? Also da bin ich echt definitiv mal hier. Das wäre tatsächlich auch ein Pokémon, wo ich den guten RS absolut gesehen hätte. Ich meine, er ist halt auch... Onix ist ja prinzipiell halt auch eine Schlange. Ah, ich meine, Schildkröte und der S, das passt auch schon ganz gut. Komm schon. Mann. Hör doch auf damit. Ich meine, ich habe noch kein Pokémon, das irgendwelche... Oh. Der hat das die ganze Zeit immer so aufgeklatscht oder war das jetzt gerade nur so? Nächstes Pokémon. Man kann da tatsächlich fliehen zwischendrin. Das ist interessant. Kleinstein. Weil Kleinstein theoretisch keinen großartigen Schaden von Onix nehmen sollte. Komm schon, habe ich noch andere Bälle? Premierball, Pokéball. Ich habe nur Pokébälle bis jetzt. Stimmt, ich habe nur Pokébälle gekauft. Komm schon, dritter Ball. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Ich finde es immer schön, wie man dran steht. Das hätte ja fast geklappt. Und das Pokémon ist halt einfach... Nein! Oh! Ich war zu schnell. Töte es nicht. Töte es nicht. Das war doch so dieser Nierenhieb, um ihm noch den letzten Stun zu geben. Jetzt geh endlich in den Ball rein. Also, es ist ja frech. Das kann man ja fast nicht... Das kann man sich ja fast nicht geben, hey. Ja, Initiative. Oh, nix, Schmonix. Jetzt rein da mit dir in den Ball, Herrgott. Ist ja fast... Ist Onix irgendwie super schwierig zu fangen oder sowas? Oder ist Onix irgendwie was super Besonderes oder so? Also, das ist ja...
Ja, also, war das denn jetzt so schwierig, Onyx? Gott sei Dank. Holy shit, das war ein schwieriges Pokémon zu fangen, tatsächlich. Für Onyx wurde ein Beitrag angelegt. Wenn es sich mit bis zu 80 km/h durch den Erdboden gräbt, verursacht es ein lautes Dröhnen und Erschütterung. Holy shit. 80 km/h. In mein Team. Ich möchte Onyx definitiv im Team haben. Und ich möchte dafür... Ja, Bidiza ist halt eigentlich echt... es tut mir leid, aber Bidiza ist halt... Es hat halt keinen Kultstatus wie zum Beispiel Radfratz oder sowas. Okay, Zubat. Zubat. Staralili ist vielleicht jetzt hier gerade nicht die beste Wahl, weil Staralili sehr wenig Leben hat. Deswegen, ich müsste mal kurz... Onyx hat halt einfach nur noch ein Leben. Ich hab's halt wirklich mit dem letzten Tackle auf ein Leben runtergeboxt. Okay, was setzt du ein? Super... Oh. Warum erschwerst du mir mein Leben so sehr? Warum willst du mir mein Leben so sehr erschweren? Komm schon, du greifst trotzdem an, oder? Oh, Real Snake. Ist ja fast wie im echten Leben mit dir. Komm schon, jetzt... Macht mich hier nicht schwach, ey. Also, das ist ja verrückt, gegen was für Pokémon ich hier gerade einfach am struggeln bin. Ja, dankeschön. Ist okay. Macht wenigstens ein bisschen Damage. Absorber, okay. Wie viel heilst du dich? Ich hoffe nicht viel. Ja, 2 HP wahrscheinlich. Und jetzt komm. Ohne verwirrt zu sein. Zack, Tackle. Oh, Gott sei Dank. Hättest auch mal kritten können. Ja, Hauptsache immer nur noch weiter beschweren. Okay, Erstauner. Und da kommt jetzt... Der letzte Tackle ist nicht mehr verwirrt, Gott sei Dank. So kenne ich meine RS. Durchhaltevermögen, so wie es sein muss. So, Staralili Level 12, Kleinstein Level 9. Sehr schön. Sollte sich nicht langsam auch Staralili entwickeln oder sowas? Oder auch er hier? Also ich habe ja echt keine Ahnung von den neuen Dingen. Ich möchte einen Macholo haben. Ist hier ein Macholo drin? Nein? Hey. Ich möchte wirklich einen Macholo als Pokémon haben. Das fände ich ziemlich nice. Okay, ich rede jetzt mit einem mal. Ich habe ein Pokémon zur Arbeit geschmuggelt. Okay, es sind tatsächlich Trainerkämpfe. Aber ich meine, die Folge geht ja momentan nur 12 Minuten. Oh, Macholo. Okay, gegen Macholo ist halt prinzipiell Staralili unglaublich insane. Flug gegen Kampf ist halt schon ziemlich, ziemlich nice. Deswegen, wir werden es mal versuchen. Ich hoffe, ich bin halt schnell genug, weil theoretisch sollte ich sie alle kritten. Okay. oder auch nicht. Oder halt dementsprechend auch nicht. Tackle. Aber das ist ganz gut. Damit leveln wir halt jetzt RS hier halt noch ein bisschen und die Experience wird jetzt halt gut verteilt. Ja, gut, ist halt auch so fragwürdig. Ich habe halt jetzt 2 Pokémon, die aktiv keine Erfahrung mehr dazu kriegen. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, ich gewinne ein wenig Geld. Kann ich dich einfach anquatschen und ich nehme dich... Kann ich fangen oder sowas? Nee, schade. Kleinstein. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt anders. Wir... Habe ich irgendwas Effektives? Oh ja, Blattwerk ist sehr effektiv. Okay, wenn es ein Kleinstein ist, dann setzen wir... Wir haben ja jetzt hier einen perfekten One-Shot immer gegen Kleinsteins, würde ich sagen. Das heißt, also, die sind ganz gut zum Leveln. Aber ich würde gerne versuchen... Also, ich kann mir gut vorstellen, ich bin mir aber nicht sicher. Rasierblatt? Aber sicher doch, lieber RS. Mach mal Panzerschutz weg. Also, das braucht man halt echt nicht. Das braucht man halt wirklich nicht. Aber Rasierblatt ist halt insane gut. Solange wir hier eigentlich so gut wie alles one-shotten können und
würde ich gerne versuchen, hier in Macholo zu farmen. Ich bin mir nicht sicher, ob Macholo wirklich hier mit am Start sein kann, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, hey, hier stehen überall Macholos rum, alle Trainer haben Macholos und das ist ja schon immer so, dass die Viecher halt dementsprechend Sachen auch, dass die Trainer halt auch Viecher haben, die halt dementsprechend auf den Dingen auftauchen. Reden wir aber erstmal hier mit Rotkäppchen. Hey, sieh das mal an. Mit der VM-Attacke Zertrümmer kannst du Felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Zack. Wir fallen öfters mal Steuern herunter, blockieren die Wege. Wenn man nicht zertrümmert, geht es nichts weiter. Aber keine Sorge, sobald du einen Orden der Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal Arenaleiter besiegen. Und der bin ich. Und er rennt weg. Er hat nämlich Angst. Was ist hier hinten noch? Pokéball. Fluchtseil, okay. Gut, dann hätte ich mal gesagt, das ist Macholo. Einfach nur Zubat. Ich glaube, bei Zubat fliehe ich. Ich glaube, bei Zubat werde ich wirklich fliehen einfach. Und die große Frage ist jetzt natürlich, ob wenn ich einfach lieber zum Arena-Leiter gehe. Was? Oh mein Gott, wartet mal ganz kurz, ich muss mal kurz meine Freundin holen. Gott im Himmel. Ich bin aber noch an der Aufnahme, gell? Nur, dass du es weißt. Wie siehst du denn aus? Jetzt pass auf, ich zeig dir, was passiert ist. Ein Shiny? Ja! Einfach random. Glückwunsch. Ja. Ziemlich cool. Ein Kleinstein. Name. Das ist das Goldstück. Ich mein kleines Nugget. Nugget wäre auch süß. Ich würde es jetzt gerade nach dir benennen, eigentlich. Ist das okay oder willst du ein anderes Shiny sein? Okay. So, Leute, jetzt haben wir nämlich das auch rausgefunden. Dann heißt es jetzt Scrawline. Ja. Sorry, aber meine Freundin ist da manchmal ein bisschen in dem Pokémon-Game drin, deswegen habe ich gedacht, so ein Shiny, das man random fängt. Ich glaube, mit dieser Chance von 1 zu 4000 und Schlag mich tot 96 ist es, glaube ich. Scrawline, ist das schon ganz nice. Ja, das werden wir definitiv ins Team packen. Holy shit. Dafür kommt auch das andere lapprige Kleinstein hier einfach weg. Nice. Einfach ein Shiny in der vierten Folge. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich habe gerade schon gedacht, kämpfe ich erstmal gegen mich hier, oder was? Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Shiny Hunten ab Folge 4 ist es, glaube ich. Ja, ich laufe jetzt trotzdem schon mal ein bisschen in Richtung vom Arena, leider. Oh, Zubat. Immer dieses Zubat, ey. Mein Problem ist gerade, ich würde super gerne mein Staralil trainieren, weil ich mir vorstellen kann, dass der Chef, Ding hat. Kampf- bzw. Flug-Pokémon. Wow. Da wurde mir gerade nochmal auch was gezeigt, ja. Dankeschön. So, setzen wir das Rasierblatt ein. Als ob das ist... Tropus-Teil, ja, okay. Dann werden wir halt kein... Ich meine, Macholo wurde gesucht und ein Shiny Kleinstein wurde gefunden. Das ist halt... Das ist insane, Leute. Das ist halt so insane. Oh, wie schön das einfach ist. Aber ich kann halt eigentlich keine zwei Stein-Pokémon in meinem Team haben. Das ist ein bisschen traurig. Das heißt, das Onix wird uns wahrscheinlich verlassen müssen. Das ist wirklich traurig eigentlich. Ich hätte auch nichts gerne weiter in dem Team. Okay, also mal ab zum Pokémon Center.
Who's Dead Pokémon? Oh, das wird definitiv das Thumbnail werden hier von der Folge. So, wir machen unsere Pokémon aber wieder fit. Jetzt ist die große Frage, habe ich irgendwas gefangen, was noch sinnvoll ist? Ich könnte schauen, ob Zubat schon eine Flugattacke kann. Nein, sorry, ich wollte nicht mit dir reden. Okay. Wir haben Staralili, das ist gut. Onix weiß ich halt jetzt echt nicht, ob es behalten. Oh Leute, so nice. So nice einfach nur. Und Zubat, was kannst du jetzt Bericht? Fluggift. Okay. Kann halt auch ehrlich gesagt noch nicht. Lass uns mal ganz kurz in den PC schauen, bevor wir jetzt zum Arena-Leiter gehen. Okay. Hätte ich mal gesagt, wir gehen einfach so zum Arena-Leiter und behalten genau dieses Team, weil die anderen Viecher will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Aber wir müssen uns jetzt eh erstmal kurz durch die Dinge durchballern. Die erste Arena. Ich muss ja schon sagen, ich habe schon ein bisschen Bock. Das Shiny hat mir gerade schon nochmal einen ordentlichen Boost gegeben, was man wahrscheinlich verstehen kann. Gute Knirpsianus. Oh, Staralili ist hier die falsche Wahl, gell? Ich packe RS rein, weil ich, wie gesagt, ich denke, ich muss auch RS an die Pole Position setzen hier für die Arena erstmal. Und der nuket hier jetzt halt mal alles weg. Aber das heißt, dass es also eine Stein-Arena ist. Das heißt, ich muss mir hoffentlich keine Sorgen über Ding machen. Rasselblatt. Ich muss mir hoffentlich keine Sorgen um Kampf-Pokémon machen oder sowas. So, bye-bye. Und der RS geht jetzt hoffentlich auf Level 15 hoch. Natürlich erstmal auf Level 14. Und wir haben 440 Poké-Dollars. So, nächster Kampf. Ich könnte mir das Leben als Pokémon-Trainer schon ganz cool vorstellen. Wenn du dann aber in deiner Arena zwei Knirpse drin stehen hast, die immer jeden Tag mit ihren kleinen Steinen spielen, weiß ich jetzt auch noch. Shit, ich habe vergessen es zu wechseln. Mann, bin ich mal wieder hier on point natürlich unterwegs. Dann muss ich nochmal zurückrennen wahrscheinlich und kurz... Ich benutze einfach einen Trank, Leute, ganz ehrlich. Das ist so eine schlechte Eingewohnheit eigentlich von mir. Ich bin so ein richtiger Sammler. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Jedes Mal, wenn es irgendwie so Tränke, Potions oder sonst was gibt, ich setze sie halt eigentlich nie ein. Ich setze sie halt wirklich nie ein und das ist echt super dumm. Ich weiß noch mal, bei meinem letzten Mal, wo ich The Legend of Zelda Breath of the Wild durchgespielt habe, ich hätte so viele Items einfach noch in meinem Gepäck drin, weil es halt einfach, ich habe es halt nie benutzt. Also wirklich nur im größten Notfall oder sowas. Und dasselbe ist halt bei jeglichen RPG oder sonst was. Ich bin halt da wirklich komplett resistent. Heilungs-Items oder sonst was. Ach, boah, kein Mensch. Man heilt sich dort in der Inn oder sonst irgendwie wo sowas. Oder im Poké-Center oder so. Man setzt prinzipiell keine Tränke oder sonst was ein. Das ist schlecht, einen Trank einzusetzen. Okay, Raphael wurde also auch besiegt. Grüße gehen raus an Raphael. So, okay, Beutel. Wait. Heilen. Trank, ich habe echt... Ja, mit 11 Tränken ist das gar kein Problem. So, okay, und jetzt möchte ich ihn noch... Ah doch, hier was. Pokémon bewegen. An die erste Stelle. Okay. Ich bin Fight, der Arena-Leiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Gott, es sieht halt einfach, wie er einfach aussieht. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Okay, jetzt sieht er nicht mehr so putzig aus. Warum leuchtet seine Lampe rot auf dem Kopf? Hat das irgendeinen Sinn?
Macht man das bei Bergarbeiten so, dass man eine rote Lampe auf dem Kopf... Ah, jetzt ist sie wieder weiß. Level 12. Warte mal, wenn das schon Level 12 ist, dann wird sein letztes Pokémon mindestens Level 14 sein. Okay, Kleinstein ist weg. Das größte Doppelteam... Ah, ne. Doppelteam möchte ich ja lernen gegen Heuler. Weil ich Heuler nicht mag. Gut. Und Scrolline erreicht Level 10. Walzer? Ja, du erlernst Walzer anstatt ein Igler. Okay, wahrscheinlich ist es so, er wird haben Kleinstein, Onix und ein Pokémon, das ich nicht kenne. Also ich werde es sicherlich schon irgendwie kennen, aber ein Pokémon, das mir halt nicht bekannt ist. Steinwurf könnte gefährlich sein. Ja, obwohl, macht nicht so viel Schaden, das ist okay. One-Shot. Ah, Robustheit. Keine Robustheit, okay. Interesting. Das ist gut. Das heißt also, sein erster Trank ist schon mal raus. Und wir setzen nochmal Rasierblatt ein und damit ist er Onix tot. Oder halt, besiegt. Okay. Zuberland, Horrorblick, nice. Cognodon? Stärkstes Stein-Pokémon? Zumindest in Pokémon Go? Stärkster Stein-Attacker? Ist es hier auch so? I don't know. I don't know. Schauen wir mal nach. Kopfnuss. Okay. Wenn das so funktioniert, dann können wir das schaffen. Keine Chance, du hast doch nicht gewonnen. Ich gebe nicht auf. Du solltest aber lieber aufgeben. Ja, ich setze einen Trank ein. Aber das halte ich nicht komplett. Das heißt, also, wir one-shotten ihn dieses Mal. Das ist eigentlich so. So habe ich mir das vorgestellt, Leute. Die Attacke hat einfach verfehlt. Gott sei Dank. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte nur RS dabei, der effektiv war gegen die Pokémon von Ding. Sonst kein Pokémon. Staralili wäre wahrscheinlich geone-shottet worden, weil Stein ist gegen Flug sehr effektiv. Onix, ne? Manero hat keinen Angriff bis jetzt. Scrolline, hätte auch wahrscheinlich eher aufs Maul gekriegt. Aber ja, das war der Kampf gegen den Arena leider. Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich mein Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Du gewinnst 1960 Poké-Dollars. Nice. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, da ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist es nun mal. Nach der Regel der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der einen Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du den offiziellen Kohle-Orden der Pokémon-Liga. Zack. Erster Badge vorhanden. Du erhältst den Kohle-Orden von Fight. Fight ist halt auch als so ein insane Name einfach. Der Kohleorden ermöglicht es dir, die VM-Zertrümmerer einzusetzen. Und hier gebe ich dir das auch noch. Du erhältst TM-76. Nicht zu verwechseln mit Fallout 76. Tarnstein. Sie fügen Gegner Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Das ist sehr, sehr interessant, weil Tarnstein ist tatsächlich eine Attacke, die oftmals im PvP, glaube ich, benutzt wird. Das hier ist der Sticker, den ich verwende. Nehmen Sie als kleines Geschenk von mir an. Kannst du selber verwenden, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Okay. Tschüss. Ja, das war doch eine erfolgreiche Runde, Leute. Das war doch wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Runde. Eine gute Aufnahme. Was sagst du dazu? Es gibt viele verschiedene Arten von TMs. Deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Wieder was gelernt. Ja, und damit haben wir den ersten Orden an uns gerissen. Können jetzt hier ins Pokécenter gehen. Mal kurz unsere Pokémon heilen. Und dann hätte ich mal gesagt, nach dieser sehr, sehr erfolgreichen Folge...
sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant und schillernde Perle. Es ist jetzt hier Strahlender Diamant. Lasst gerne doch nochmal einen Daumen da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert noch, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.